Hey Leute und herzlich willkommen wieder zu diesem neuen Video. Heute aufgenommen mit meinem neuen Handy. Nicht nur das Handy ist neu, sondern auch meine Zahnspange. Hier kann ich ja zeigen. Sieht hart hässlich aus. Aber heute machen wir ein Kochvideo, weil ich ordentlich Kochvideos für meinen Urlaub vorbereite. Und wir machen heute Vanillepudding mit roter Grütze und wünsche euch ganz viel Spaß mit. Paul kocht super leckeres Zeug. Jetzt müssen wir natürlich noch Zeug für unsere rote Grütze sammeln und die Kirschen, die wir gesammelt haben, danach noch einen Stein. Wir haben jetzt hier Vanillepudding schon mal. Den habe ich jetzt nicht gezeigt, weil wir den einfach nur aus Fertig-Vanillepudding gemacht haben. Jetzt müssen die ganzen Sachen in den Topf gemacht werden. Und haben wir zuerst mal Kirschen. Dann haben wir hier noch Johannisbeeren, also schwarze Johannisbeeren. Dann sind da noch Stachelbeeren und Himbeeren. Und 3 Esslöffel Zucker müssen oben drauf. Wir haben jetzt noch eine wundervolle Pflaume hier gefunden und wir haben uns gedacht, die kann ja auch noch hier mit rein. Also wenn ihr noch andere Früchte mit reinmachen wollt, einfach bunte Kreation zusammenmischen. So, das entwickelt sich jetzt zu so einer Brühe und deshalb rühre ich das mal um, damit auch die Früchte, die oben liegen, ein bisschen durchgekocht werden. Unser Obst kocht da noch ein bisschen und deshalb mischen wir jetzt Wasser mit Mehl, um das ein bisschen fester werden zu lassen, wenn es fertig ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Wir müssen jetzt nur noch die Küche aufräumen. Jetzt, wo wir auch aufgeräumt haben, kann ich das Video auch beenden. Wir drehen jetzt aber direkt im Anschluss das nächste Video, nämlich ein Video über Lasagne machen. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da. Bis denne!